Personal Manager kommt zu einer weiteren Folge Animations Rock. Ach, blub. Fortnite Daily Shop News. Ja, ist einiges schon wieder passiert, ne? In den letzten, also am letzten Tag. Eigentlich am letzten Tag, kann man so sagen, ja. Fangen wir doch einfach mal da damit an. Also. Zum einen ist jetzt rausgekommen, oder was heißt rausgekommen? Es wird jetzt dieses Dynamit bald kommen, ne? Das Dynamit ist ja bereits in den Files drin vorhanden und wird für dieses Wild West Event aktiviert. Und ich bin immer gespannt, wie dieses Dynamit abgehen wird. Das ist das eine. Jetzt wurde tatsächlich im Süden der Map ein Schneesturm am Horizont entdeckt. Ja. Und so sieht das Ding aus hier. Könnt ihr euch angucken. So. Jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Schneesturm? Also es soll ja dann wohl in der nächsten Season soll es ja Änderungen an der Map geben. Und ich sag's ja schon eine ganze Weile. Ja. Es gibt ja diese Skins, die eben auf eine Eis- oder eine Schneelandschaft ausgelegt sind. Und ich schon die ganze Zeit sage, ja toll, macht ja wenig Sinn bei den normalen, solange die Map so aussieht, wie es momentan der Fall ist. Ja. Ja, das könnte sich jetzt schon bald ändern, so wie das aussieht. Und dann hätten wir plötzlich eine Schneelandschaft noch mit dabei. Und dann würden die Skins wieder Sinn machen. Ne? Sind wir mal gespannt, was aus dieser Geschichte hier wird. So, dann geht es weiter. Was war noch gewesen? Oh mein Gott, ja, also. Ja, Epic Games hat aktuell, also scheinbar ein bisschen Probleme mit seinen Tanzrechten. Ja, jetzt kam nämlich heraus, dass selbst dieser No-Skin-Standard-Tanz 1:1 geklaut wurde von einem Scrubs-Schauspieler. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Das ist ja dieser normale Standard-Skin-Tanz, den kennt ihr ja. So. Und Donald Faison, der Turk in Scrubs gespielt hat, sagte, Jack that shit and nobody got paid. Somebody stole that shit and it's not mine anymore. So, gehen wir mal ganz kurz hier zurück. Hier hat jemand ein Video dazu gemacht und ich will jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, aber das ist wohl die Szene gewesen. So hat er wohl getanzt. The animators at Epic copied this dance frame by frame. It matches so well, in fact, that it's 100% in sync with no speed alteration. So let's compare Poison to the in-game tracks right now and see if their speeds line up. I used the tempo tabler to find the exact BPM. Poison is 117 beats per minute. So, wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also der Macher des Videos hat da noch verschiedene Vorschläge gemacht, wie man aus dieser Sache wieder rauskommen könnte. Ich vermute aber, dass der Schaden bereits passiert ist. Schauen wir doch einfach mal dann, was da so weiterkommt. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann den No-Skin-Tanz nicht mehr geben oder er wird verdammt teuer werden für Epic Games. Naja, also das war jetzt das gewesen, was jetzt so aktuell erstmal passiert ist oder was noch kommen wird. Ja, dann kommen wir doch mal jetzt hier. Ach, übrigens, hattet ihr gestern auch, also beim letzten Solo-Turnier, arge Probleme reinzukommen? Naja, sofort ist hier
Ziemlich frustriert und demotiviert gewesen, weil 29 Punkte von 30 hatte er erreicht und musste geschlagene 1,5 Stunden zwischendrin warten, um überhaupt in ein Match reinzukommen. Und 1,5 Stunden ungefähr, naja, den einen Punkt hätte er mit Sicherheit irgendwie noch geschafft in 1,5 Stunden. War leicht angesäuert. Also wenn ihr irgendwie ähnliche Probleme gestern hattet bei dem Turnier, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare, weil das war echt heftig. Ich habe es ja miterlebt. Wir haben es auch aufgenommen. Und wir werden das auch mal posten. Also das ist schon krass. Also Hammer. Ja, dann kommen wir jetzt mal hier rein. Zum aktuellen Shop. Und guck mal, was da so Sache ist. Der Red Knight ist da. Ich finde den Red Knight einfach nur mega, 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 mega geil. Und der Red Knight bekommt von mir 10 von 10. Ist für mich ein mega geiler Skin. Dann gucken wir mal, wie sieht's aus. 4,13 von 5 bei 92 Votes, 197 Reminders am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir die Crimson Axe. Die kriegt von mir 7 von 10. Wie hört die sich an? Die Crimson Axe. So, da haben wir 3,6 von 5 bei 10 Votes am 6. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 17 Reminders gesetzt. So. Dann haben wir hier den Bright Gunner. Ja. Ist ganz okay. Ah. Ich gebe dem Bright Gunner 6 von 10. 3,31 von 5 bei 32 Votes am 29. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 86 Reminders gesetzt. So, und dann haben wir den Bright Bomber. Den hat sich der Herr sofort ja auch geholt. Der klassische Schwitzer-Skin. Und der Bright Bomber, ja, dem gebe ich auch 6 von 10. Ich weiß, er ist mega beliebt bei euch. Ich finde ihn halt nicht so krass. 4,27 von 5 bei 49 Votes am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 40 Mal 153 Reminders. So. Und dann sind. Oh, da ist ja noch ein drittes. Warte mal, was ist denn das dritte? Ah! Ja klar! Haha! Rainbow Smash! Rainbow Smash finde ich echt ziemlich witzig, muss ich sagen. Und die kriegt von mir 7 von 10. Auch wenn es absolute Geschmacksverwirrung ist. Aber ich finde sie trotzdem irgendwo lustig. Schauen wir mal, was habt ihr denn? 4,45 von 5 bei 22 Votes am 23. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 10 mal 174 Reminders. So, dann haben wir den Rusty Rider. Der Rusty Rider. Ja, 5 von 10. Es ist ein Standardgleiter, aber nicht ganz so schlecht, der Standardgleiter. 5 von 10 kriegt er von mir. Hier haben wir 3,14 von 5 bei 7 Votes am 27. April das erste Mal drin gewesen. 9 Reminders gesetzt worden. Dann haben wir hier neu eine Axe. Nämlich so ein bisschen minimal, aber auch wirklich minimal, so da hinten an die vom Omega. Aber das ist, naja. Ja. Ich würde keine 800 V-Bucks für ausgeben für das Ding. 6 von 10 kriegt die von mir, die Ex. Und hier haben wir 3,33 von 5, sind bereits 3 Votes drauf. 19 Reminders wurden gesetzt. Dann haben wir hier den Grill Sergeant und verstehe ich gar nicht, was der Skin hier überhaupt in dem Spiel soll. Der kriegt von mir 4 von 10, der Grill Sergeant. Ich weiß, ja, jetzt kommt es wieder 4,18 von 5 bei 17 Votes, aber
Hat den jemand von euch schon mal auf der Map gesehen? Ich noch nicht. 22. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 58 Reminders. Also, ihr habt den noch nie auf der Map gesehen und werdet den auch wahrscheinlich nicht auf der Map sehen. Ähnlich ist es mit dem Diecast. Auch der. Ja, sieht nicht schlecht aus. Kriegt von mir 6 von 10. Oh, das ist weniger. Ja, 2,17 von 5 bei 6 Votes. Am 11. Mai 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 12 Reminders. Und jetzt geht's los mit den hoffentlich nicht geklauten Shake, shake, shake it, baby. Shake your booty, shake your booty. Ja, und Living Large kriegt von mir 8 von 10. 4,75 von 5 bei 16 Votes. 203 Reminders. 11. August 2018, das ist mal dran gewesen. Das sind sensationelle Werte. Mega geil. Sensationelle Werte. So, Living Large. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. So, und dann haben wir noch Jubilation. Das ist einer der ersten Emotes, die ich in diesem Spiel gesehen habe. Und alleine das hat bei mir schon so ein klein wenig Nostalgie-Touch. Der kriegt von mir tatsächlich auch nochmal 8 von 10. Komm, dann müsste ich eigentlich bei dem anderen 9 von 10 machen, kriegt der von mir 8 von 10. Dann schauen wir mal rein, was haben wir hier? Auch 4,75 von 5 bei 8 Votes, aber nur ein Reminders am 24. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Sharp News mit mir oder Fortnite Action mit dem Manager Fort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.